Das scheint mir übrigens einer der zentralen politischen Fehler der letzten Jahrzehnte gewesen zu sein, dass die EU genau diesen Ländern, Polen und den baltischen Staaten, die aus historisch verständlichen Gründen offene Rechnungen mit Moskau haben, dass sie ausgerechnet diesen Ländern immer mehr das Sagen in der europäischen Außenpolitik gegenüber Russland überlassen haben. Das ursprünglich recht gute Verhältnis zwischen EU und Russland wurde dadurch nachhaltig ruiniert. Und wie groß der, wie ich finde, schädliche Einfluss ist, das lässt sich gut an folgendem Beispiel zeigen. Im Herbst vor Kriegsbeginn, also 2021, da haben die damalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron gemeinsam vorgeschlagen, immerhin die Chefs der beiden mächtigsten Länder in der EU, sich auf EU-Ebene mit dem russischen Präsidenten zu treffen. Es gab ja wahrlich einiges zu besprechen und zu klären. Das Timing stimmte, denn kurz zuvor hatte sich der amerikanische Präsident Biden und Putin in Genf getroffen. Die Amerikaner hätten also nichts dagegen haben können, nach dem Motto, keine europäischen Alleingänge, bitte, vor denen Transatlantiker ja immer warnen. Also intelligentes Timing. Und das Ganze scheitert dann daran, dass eine wirklich kleine Minderheit in der EU diesen Plan ablehnt und die ganze Idee blockiert. Ich will die Frage stellen dürfen, ohne sie beantworten zu müssen. Wie steht es denn da um die Mitverantwortung mit Blick auf den Krieg in der Ukraine? Im Januar 2022, also einen Monat vor dem russischen Angriff, hat die NATO die Ukraine eingeladen, an der NATO-Agenda 2030 mitzuarbeiten, also dem Strategiepapier der NATO. Und das, obwohl die Ukraine gar kein NATO-Mitglied ist. Und wie man jüngst in der New York Times lesen konnte, die USA betreiben seit etwa 8 Jahren 12 geheime CIA-Basen unmittelbar an der ukrainisch-russischen Grenze. Dieses Engagement amerikanischer Geheimdienste soll, so die New York Times, eine Schlüsselrolle gespielt haben bei der Entscheidung des russischen Präsidenten im Februar 2022 in die Ukraine einzumarschieren. Moskau habe nämlich befürchtet, dass sich die Ukraine mit Hilfe der CIA, des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6 und weiterer westlicher Dienste in ein Sprungbrett für Operationen gegen Russland verwandelt. Wenn zum Zeitpunkt des russischen Angriffs damals solche Überlegungen geäußert wurden, also Geheimdienst- und NATO-Aktivitäten auf ukrainischem Boden als Auslöser für den letztlich nicht im russischen Interesse liegenden Angriff, dann war schnell von Verschwörungstheorie die Rede. Auch die gibt's natürlich, ganz klar. Aber kennen Sie den Unterschied zwischen Verschwörungstheorie und Wahrheit? Mindestens 12 Monate. Stammt nicht von mir. Ich weiß auch leider nicht mehr, wer es gesagt hat, aber irgendwie hat es was.